Ja, servus. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Es war echt der Wahnsinn. Wir haben so tolle Rückmeldungen für diesen Sitz bekommen. Also es war wirklich total interessant, was euch alles eingefallen ist. Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Zuschriften. Wir sammeln noch und werden dann einfach mal schauen, was am besten passt. Wir haben übrigens zwei von denen Teile. Und das sind, was wir mittlerweile erfahren haben, Teile von einer Maschine, Pflanzmaschine oder was, wo man so hinten drauf gesessen ist. Und man sitzt da, glaube ich, sehr bequem drauf. Also nur mal so viel. Aber ihr dürft uns weiter also unten in die Kommentare was reinschreiben. Wir freuen uns da drauf. Und wir haben auch wieder eine Frage für heute. Also bis gleich. Wir haben auch von euch immer wieder Anfragen zu der Musik von Stefan Staatzer. Wir machen tatsächlich noch einen Film darüber, wie diese Musik entsteht. Und also es ist auf alle Fälle geplant. Und am Schluss erfahrt ihr, wo ihr die Musik erwerben könnt in Form einer CD. Wir füllen unsere Verkaufsgalerien gerade und diesen Link zur Verkaufsgalerie, wenn ihr für Weihnachten vielleicht eine Figur oder ein Bild braucht, das steht dann auch in der Videobeschreibung unten drin. Also schaut einfach unten in dem Text und da steht es dann drin. Wir würden uns wieder freuen, wenn ihr uns abonniert, werdet Teil von der ganzen Expedition Holz, schaut unsere Filme, liked es oder teilt es sogar und wir sind ein wachsendes kleines Grüppchen, das was stetig vor sich hinwächst und es ist ein tolles Gefühl und wir kriegen total tolle Rückmeldungen. Jetzt würde mich aber eine Sache interessieren, was wollt ihr von mir über die Bildhauerei eigentlich nur wissen? Schreibt es unter die Kommentare, schreibt es rein und wir hoffen, dass wieder so viele Kommentare kommen, die was total interessant sein für uns, damit wir euch gezielt einmal Filme darüber machen können. Also, viel Spaß beim Schreiben. Also wie ihr seht, ich bin jetzt wieder in der Werkstatt. Es geht wieder mit dem Gesicht weiter, wo wir letztes Mal schon angefangen haben. Ich muss jetzt die Proportionen abnehmen, also dass man halt da die Gesichts- oder diese Schädelanatomie da möglichst überträgt. Und deswegen ist es jetzt halt ganz wichtig, da zum Messen, da zum viele Striche, da zum Setzen und Punkte, dass man weiß, von der Tiefe, vom Profil her, dass das dann einigermaßen passt. Das erscheint natürlich jedem Laien momentan etwas wirr, aber es ist ganz wichtiger Prozess.
nicht wundern, wenn es da jetzt noch so klobig ausschaut. Also das ist einfach jetzt noch ein Messpunkt gewesen. Der wird aber jetzt zurückgesetzt. Genau. Wie ihr da seht, das steht ungefähr zu 2-2,5 cm da zurück. Und deswegen haben wir da jetzt halt noch genug, wo wir noch zurückspringen können. Also, ich werde immer wieder gefragt, wieso arbeitest du mit so großen Eisen, wenn das Teil ja doch filigran wird. Am Anfang ist ganz wichtig, dass man mit großen Eisen arbeitet, auch bei kleineren Figuren oder bei filigraneren Arbeiten, um einfach mal Masse wegzubekommen. Also deswegen, die haben schon jetzt nicht so überdimensioniert, aber auch nur im Normalen. Deswegen habe ich auch, glaube ich, letztes Mal schon was gesagt, man darf sich ruhig trauen und mal mit großen Eisen anfangen zum Bearbeiten. Auch mit den Klöpfeln, da habe ich auch so eine mittlere Kategorie. Übrigens, diese Klöpfel haben selbst gemacht, also die haben selbst gedrechselt, deswegen kann ich dazu jetzt auch gar nicht so viel sagen. Also wir haben die nach einem Muster in der Ausbildung gemacht. Aber es ist aus Weißbuche. Und von dem her ziemlich zäh, also den habe ich jetzt schon 18 Jahre oder so, 17 oder 18 Jahre, und der schaut auch noch nicht schlimmer aus. Genau. Kleine Eisen, erst wenn man dann wirklich zu filigranere Bereiche kommt, also das heißt, ich habe einen ganzen Satz Eisen, da sind irgendwie 28 verschiedene Eisen drin. Aber am Anfang dürfen sie ruhig trauen, mit großen Eisen das zu bearbeiten, dass man einfach große Flächen hat. Also ihr seht da, das ist total verwachsen, da dementsprechend auch schwieriger zum Behauen, weil es in alle Richtungen jetzt irgendwie gewachsen ist. Aber das macht halt dann den Reiz aus, wenn das Holz dann soweit fertig ist beim Behauen. Genau, schauen wir noch. Ich klopfe jetzt dann ein bisschen weiter. Es ist ja jetzt dann Wochenende, also deswegen habe ich ein bisschen Zeit. Jetzt zeige ich euch aber noch kurz, wie ich da noch ein paar Stellen bearbeite, und genau, und jetzt schauen wir einfach mal. Es kamen jetzt die letzte Zeit immer wieder Anfragen, was ist eigentlich mit aus dem Tisch geworden, aus unserer Folge, wo ich oder wo wir aus Rom gekommen sind. Gute Frage, das ist jetzt das fertige Stück. Also es ist jetzt da aus Esche und da habe ich noch einen Eichenstreifen eingeleimt. Es war jetzt also ein bisschen noch dabei, wo ich das Holz zugeschnitten habe. Er wurde geschliffen, er wurde gefräst, und jetzt denke ich mal, steht er demnächst einmal in unserer Verkaufsgalerie, und da kann man sich dann nochmal anschauen. Wenn dieser Tisch zum Verkauf steht, mit dieser neuen super Platte drauf,
dann erfahrt ihr das in unseren Videos als erstes. Und wenn ihr zu dem Fisch jetzt schon Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare und wir hoffen, dass wir euch weiterhelfen können. So, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Lasst einfach ein Like da, abonniert uns und aber auf alle Fälle, das ist nochmal die CD. Schaut einfach auf die Links unten in der Videobeschreibung. Das ist ein hammermäßig gutes Geschenk für Weihnachten. Schaut unten rein, besorgt euch die CD. Das ist also vom Stefan Staatzer kriegen wir immer wieder eine super gute Filmmusik. Auch Musiker müssen und möchten unterstützt werden. Deswegen besorgt euch die CD. Also wir freuen uns und vielen Dank schon mal Stefan für deine Musik und die passt immer super zu unseren Filmen. Vielen Dank nochmal. Also dann, Servus!